Ich wünsche alle einen schönen guten Abend. Und wir werden hier heute Nacht ein paar Schwingungen, wie man sie in der Natur wahrnimmt, in den Hörbereich transponieren und uns auf diese Schwingungen einlassen. Wir sind Personen. Person, das kommt von Personare, zum Durchtönen, zum Erklingen bringen. Und wenn wir uns auf die Schwingungen, die uns umgeben in der Natur, konzentrieren, diese Schwingungen in uns resonieren lassen und diese Schwingungen stärker in uns resonieren lassen, so stark, dass wir uns dessen bewusst werden, dann hat unser Bewusstsein eine kosmische Dimension erreicht. Nicht All-Eins-Sein heißt Eins-Sein mit dem All. Und das All schwingt. Das merkt man, wenn man vor allem des Nachts sich den Himmel anschaut. Es ist ja so, das klingt vielleicht eigenartig, aber nachts können wir viel weiter gucken als tagsüber. So schön der Tag heute auch war, mehr als 150 Millionen Kilometer sind nicht drin, weil da ist die Sonne. Das ist eine astronomische Einheit. Weiter kann man tagsüber nicht gucken. Man sieht nur blau. Und dann geht die Sonne weg und dann funkeln die Sterne am Himmel und dann sieht man Tausende von Lichtjahre weit. Also nachts können wir weit mehr in unsere Umgebung schauen als tagsüber. Und früher haben das die Menschen mehr gemacht als heute. Weil früher gab es nicht so viel Licht. Heute sind wir gewohnt, Schalter drücken, es wird hell. Aber früher, nachts, dunkel, da hat man den Himmel angeschaut. Und der bewegt sich. Und da gibt es Planeten, Wandelsterne. Die Menschen haben das aufgezeichnet. Das ist ihnen klar geworden. Das sind Rhythmen am Himmel. Und so sprach man schon in Babylonien oder auch in der Antike von Sphärenharmonie. Und diese Sphärenharmonie, wenn man sich darauf einlässt, das ist ungefähr so, wie wenn man einfach auch das Wetter weiter draußen gewahr nimmt. Das Wetter ist für uns, soweit die Wolken gehen. Wenn keine Wolken sind, ist der Himmel blau. Aber wenn jemand sich zum Beispiel mit Astrologie beschäftigt, dann geht das Wetter ein bisschen weiter, ein paar hundert Millionen Kilometer. Merkur, Venus zwischen Sonne und Erde, Mars, Jupiter, Saturn. Seitdem man Ferngläser hat, weiß man, da gibt es auch noch Uranus, Neptun, Pluto. Und die sind immer in unserer Umgebung. Das ist einfach das Wetter weiter draußen. Astrologen analysieren dann Planetenkonstellationen, was passiert auf der Erde. Hat das einen Einfluss auf Gesundheit oder auf Kennenlernen oder Wohlbefinden? Das ist eine reine Wissenschaft, einfach Analogien zu suchen, zu sehen und zu erkennen. Aber das kann man auch musikalisch. Die Schwingungen, die uns umgeben, wenn man das rechnerisch sieht, in jedem Schulatlas sind die Bahndaten der Planeten angegeben, so ist das sehr theoretisch, kopflastig. Wir sind visuell gewohnt aufzunehmen. Eine Karte, doppelt logarithmisch verzerrt vom Sonnensystem. Aber wenn man das musikalisch transponiert, das heißt einfach, die Gesetze der musikalischen Harmonielehre anwenden auf Frequenzen, wo wir es noch nicht gewohnt sind. Wir sind es gewohnt in unserem Hörbereich, so von 20 Hertz bis etwa 20 Kilohertz. Aber wenn man die Planetenschwingungen oder auch die Schwingung von Molekülen oder Atomen genau nach den gleichen Kriterien analysiert, wie wir es gewohnt sind von der Musik, und diese Schwingungen
30 oder 40 Oktaven transponieren, da sind wir im mittleren Hörbereich. Das heißt, man kann sich Schwingungsverhältnisse, die im Himmel herrschen, die uns umgeben, die die Entwicklung des Lebens beeinflusst haben, der Umlauf des Mondes, die Länge des Tages, des Jahres, danach richten sich die biologischen Rhythmen. Das kann man sich anhören. Und dann kann man sich in Einklang mit seiner Umgebung bringen. Ein typisches Beispiel hierfür ist der indische Kammerton, das Om, das Cis, das ist der Jahreston der Erde. Eine Stimmgabel in einem Cis schwingt so 136 Mal in der Sekunde hin und her, das sagt man 136 Hertz. Und wenn man jetzt 32 Mal die Zeit des Hin- und Herschwingens einer solchen Stimmgabel verdoppelt, dann landet man bei einer Zeit, die dauert genau ein Jahr. Und dann sagt man, das ist die 32. Oktave des Erdenjahres. Und die Inder, die sind intuitiv darauf gekommen, meditativ. Die haben meditiert, haben diesen Ton wahrgenommen, die Sita danach gestimmt, haben diesen Ton Sajja genannt, der Vater der anderen, und haben dann von diesem Ton Tonleiter entwickelt. Je nach Tageszeit und Jahreszeit haben die dann mit ganz speziellen, unterschiedlichen Tonarten komponiert und gespielt. Hier im europäischen Abendland war es vor allem Johannes Kepler, der in seiner Weltharmonik die Bahndaten der Planeten mit musikalischen Intervallen verglichen hat und ist zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen und hat die Harmonien in den Sphären schon gut beschrieben. Aber was ihm fehlte, das war der Grundton. Er ist einfach von einem G ausgegangen, weil der Violinschlüssel zeigt ein G an und das war so die Grundtonart. Aber die erste Wahl bei ihm war eigentlich noch beliebig. Und durch das Gesetz der Oktave kann man sich bewusst einen Grundton aussuchen, der im Einklang mit der Natur ist. Zum Beispiel der Jahreston der Erde, Banin, Akasha Project, nennt ihn den Home-Ton, der Ton von zu Hause. Und das ist ein ganz grundlegender Ton, so wie der Tageston oder der Ton des platonischen Jahres. Doch diese Töne aus dem Sonnensystem, die sind nicht in einer genauen harmonischen Reihe. Da gibt es eine ganze Reihe von Dissonanzen. Und das Erstaunliche ist, je mehr man in das Kleine geht, das kleinste Atom, das Wasserstoffatom, da guckt man auf einmal auf Schwingungsverhältnisse, die sind sehr rein. Der Wasserstoff, Element Nummer 1 im Periodensystem, das häufigste Element im Universum, hat einen Grundton, das ist Fis, einen Grenzwert. Und von diesem Grenzwert geht es erst ein oder zwei reine Quinten rauf oder runter. Und dann von diesen Endpunkten eine große Terz rauf oder zwei große Terzen runter, reingestimmt, also nicht gleichmäßig schwebend temperiert, sondern genau im Verhältnis der Obertonreihe. Vielleicht für die, die keine Praktiker in der Musik sind. Hier in Europa sind wir es gewohnt, ein Stimmungssystem zu gebrauchen, wo außer der Oktave alle Intervalle unrein sind. Auf einem Klavier, das handelsüblich ausgeliefert wird, oder ein Synthesizer, da sind drei große Terzen genau eine Oktave oder vier kleine Terzen sind auch genau eine Oktave. Aber wenn man rein stimmt, da sind eben drei große Terzen ein bisschen kleiner als eine Oktave und vier kleine Terzen sind ein bisschen größer als eine Oktave. Das heißt, außer der Oktave sind alle Intervalle in unserem gebräuchlichen, gleichmäßig schwebenden, temperierten Stimmungssystem, alle Intervalle leicht verstimmt.
Das heißt, ein ziemlich grobes Raster, wo das europäische Abendland seine Musikstufen eingeteilt hat. Da sind uns also die Inder oder die Chinesen, was so die Feinheiten anbelangt, wesentlich überlegen. Nicht die Stimmkunst ist etwas ganz Elementares. Man stimmt nicht nur ein Instrument, damit es nett klingt, sondern beim Stimmen hört man ja, wie die Natur sich verhält. Wenn man die Obertöne auf einer Saite abgreift, dann klingen absolut reine Töne und man kann beobachten, an welchen Schnittpunkten das am lautesten und am stärksten resoniert. Das heißt, Stimmen ist immer auch etwas, das hat mit Naturbeobachtung zu tun. Und je mehr und je differenzierter wir wahrnehmen, und durch das Stimmen lernt man kleine Unterschiede hören. Und wer die Stimmkunst beherrscht, der hört einfach ein bisschen mehr und kriegt drum auch ein bisschen mehr mit vom Leben. Also das öffnet die Ohren, das öffnet die Wahrnehmung und das öffnet auch neue Bereiche für den Genuss. Und Kunst macht man in erster Linie, um zu genießen. Und das ist beim Wasserstoff etwas ganz Wunderbares. Er ist so reingestimmt, dass man ein grundlegendes Material hat, um ihn zu vertonen. Und es ist auch ein Beweis dafür, nicht? Goethe fragte, was ist es, was in der Welt das Allerinnerste zusammenhält? Beim kleinsten Atom, so wie die Elektronen von einer Bahn in die andere springen, so entstehen die verschiedenen Spektren, die Wasserstoffspektren. Das sind jene Linien im Regenbogen, wo man auch sehen kann, im Sichtbereich, das ist die Balmer-Serie. Das sind elektromagnetische Schwingungen, die fehlen im Spektrum, erscheinen als schwarze Linien, weil der Wasserstoff diese Linien absorbiert. Es gibt auch solche Linien im Infrarot- und im Ultraviolettbereich. Und diese Linien, rein harmonisch gestimmt, kann man transponieren in den Hörbereich. Man kann also musikalisch sich anhören, wie funktioniert eigentlich die Quantenphysik in so einem Wasserstoffatom und was ist es, was für Bedingungen Elektronen um einen Atomkern erfüllen müssen, damit sie überhaupt existieren können. Das ist so wie mit der Erde. Die Erde kann nicht entscheiden, oh, ich will jetzt einen Gang schneller schalten und auf der Nordhalbkugel den Sommer jetzt ein bisschen kürzer machen, den Winter ein bisschen länger. Die Bahn der Erde ist genau vorgegeben und sie kann nicht anders. Und wir können mit unserem gar leichten Gehirn das sehr genau berechnen. Und so ist es auch bei den Elektronen um einen Atomkern. Die können nur nach ganz bestimmten Kriterien sich verhalten. Und diese Kriterien sind musikalisch, harmonisch gestimmt. Und auf diese Stimmung wollen wir uns heute speziell einlassen, also auf die Major-Stimmung im Universum, weil von keinem Element gibt es im Universum so viel wie vom Wasserstoff. Das ist also sozusagen die Hauptresonanz, der Major-Sound im Universum. Und Barnim, Akasha-Projekt, hat seit weit über 10 Jahren sich intensivst mit dem Wasserstoff beschäftigt und ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der sich so lang und so intensiv genau diesen Frequenzen ausgesetzt hat. Und was dabei herausgekommen ist, das ist ein Wort, damit will ich überleiten, sich selbst komponierende Musik. Und dazu will Barnim hier einiges uns jetzt erzählen. Ja, danke schön, Hans.